Platz, an der die Saltire, also die schottische Flagge mit dem Andreaskreuz, weht. Eingebettet in die Pentland Hills, ungefähr 10 Kilometer östlich von Edinburgh, liegt das historische Dorf Inver Esk. Und hier liegt auch der berühmte Garten, Inver Esk Lodge Garden. Nun, dieser Lodge Garden ist ein sonniges Hanggrundstück. Versteckt hinter einer hohen Gartenmauer, bietet es eine Reihe von Gartenzimmern. Jedes ist für sich selbst darstellend, nämlich je nach Saison und Thema. Das Lodge wurde 1683 gebaut und erst 1700 fertiggestellt. Heute lässt sich der Garten in zwei unterschiedlichen Teile aufgliedern. Der untere Teil, also in dem flachen Talboden des Flusses Esk, umfasst eine offene Wiese und einen attraktiven Teich, der sich als Biotop für Wildvögel entwickelt hat. Gemähte Wege führen den Besucher rund um den Teich und führen ihn anschließend in einen kleinen Wald. Das Hauptaugenmerk richtet der Gartenfreund aber auf den oberen Garten. Direkt neben dem Eingang geht es hinein in die viktorianischen Glashäuser. Diese pompösen Gewächshäuser enthalten eine große Auswahl von Pflanzen, die man eigentlich normalerweise hier in Schottland nie erwarten würde. Aber diese Häuser bieten noch etwas, nämlich Volieren. Überall hört man das Zwitschern der Sittiche und der Kanarienvögel neben den heimischen Vogelstimmen. Vor dem Glashaus erstreckt sich eine große Grünfläche, der ehemalige Crockettplatz. Begrenzt durch die gigantische Steinmauer zum einen und zum anderen durch den beginnenden Hang. Entlang der beeindruckenden Steinmauer hat die Königin des Gartens ihren Hofstaat um sich herum gesammelt. Begleitet wird die Rose von Mohn, Fingerhut und dem traumhaften Zierlauch, der hier seine sternförmige Blüte besonders in Vordergrund stellen darf. Neben dem Zierlauch zeigt auch der Mohn, was in ihm steckt. Neben der einfachen roten Blüte zeigt er verschiedene Farben und auch gefüllte Blüten. Diese Rose Border wurde gestaltet von dem Gärtner und Künstler Graham Stuart Thomas. Die Strauchrosen sind im Frühsommer, also im Juni, am schönsten und präsentieren sich in den unterschiedlichsten Farben und mit den besten Duftnuancen. Diese prächtige Sonnenuhr stammt aus dem Jahre 1644 und geleitet den Besucher in den White Border. Hier wachsen nicht nur weißblütige Schönheiten, sondern auch herrliche Zierdisteln. Aufgrund der Terrassierung bietet dieser Hanggarten eine Vielzahl unterschiedlichster Gartenräume. Jeder ist für sich beeindruckend, da jeder Raum zu den verschiedenen Jahreszeiten neue blühende Hauptdarsteller präsentieren kann. Jetzt laden wir Sie einfach noch zu einem kleinen Bummel durch den Inver Esk Lodge Garden ein.